Hallo ihr Lieben, hier ist er wieder, euer Rizzo, Folge 9 in Staffel 2. Es ist Winter, ne, man sieht es am Schal. Es ist auch recht frisch heute hier in Konradsdorf. Und wir kochen heute ja schon so Richtung Advent, weihnachtliches Gericht in der Hinsicht, aber das Ganze vegetarisch. Und mein Gast wird heute die Claudi sein. Und Claudi ist die beste Freundin von meiner Susi. Und die Claudi kenne ich auch schon sehr, sehr lang. Und natürlich ist die Claudi immer dafür verantwortlich, dass mein Haar perfekt liegt. Also, ihr Lieben, bleibt dran. Ich freue mich auf euch. Bis gleich. Hier sind wir wieder. Jetzt ist die Claudi mit da. Und schön, dass du da bist, Claudi. Hallo Kai. Heute mal nicht im Salon. Nein, ich heute in der Küche. Hier mit mir zusammen in der Küche. Wir haben es uns schon lange vorgenommen. Du hast dir es vorgenommen. Okay, weil Claudi sagt, Kochen ist nicht so unbedingt deins. Also ich liebe Essen, aber Kochen und ich, das passt nicht zusammen. Das weißt ja, du kennst meine Erfahrungen. Brennende Herde. Oh ja, richtig. Und andere Sachen, genau. Claudi, genau. Wir haben uns natürlich vorher abgesprochen, was wir heute kochen werden. Es wird fleischlos werden. Yes. Okay. Und du hast gesagt, du liebst Soße und du magst unbedingt viel Soße. Also man kann auch nicht leugnen, wo du herkommst. Wir Sachsen, ne? Wir lieben natürlich Soße, wir brauchen was zum Ditchen. Ne? Genau. Das gehört einfach mal mit dazu. Und da werden wir natürlich heute mal einen Soßenansatz machen, der natürlich jetzt hier nicht auf Knochenbasis stattfindet, sondern ganz einfach nur aus Gemüse. Mhm. Na? Ja, dann machen wir noch ein paar Semmelknödel dazu. Oder Serviettenknödel auch genannt. Mit einem Toastbrot und einem getrockneten Brot. Und dann haben wir noch Rosenkohl und wir machen ein Kürbispüree. Klingt das nach einem Plan? Yes. Okay, gut. Dann lassen wir uns einfach mal die Spiele beginnen, weil die Soße braucht natürlich trotz alledem auch eine gewisse Zeit. Eine herkömmliche Soße würde natürlich irgendwie 8, 10, 12, 14, 16 Stunden. Wir haben okay. Jetzt hier die Gemüsevariante, also die braucht dann trotz alledem auch schon mal die Stunde auf jeden Fall. Mhm. Ja? Minimum. Gut, also fangen wir an, Claudi, oder? Okay, auf deine Verantwortung. Richtig. Gemüse. Die Zwiebel werden wir schälen, Karotten schälen, den Lauch werden wir auch waschen, eine Schüssel habe ich dir ja hingestellt, den Sellerie auch schälen, im Prinzip mit dem Messer einfach mal drumherum formen. Ne? Und Vorgehensweise, wir nehmen uns dann hier den Topf daher und brutzeln das Ganze erstmal richtig schön an, dass wir Röstaromen schaffen. Das ist wichtig, um natürlich auch ein bisschen Farbe in unsere Soße zu bekommen. Was brauchen wir noch dazu? Wir brauchen dann ein Fläschlein Rotwein. Ein bisschen Sojasauce, natürlich Salz, Pfeffer, Lorbeer und dann kommt noch eine kleine Geheimzutat mit rein. Na? Gut, Claudi, dann lass uns mal hier beginnen. Dein Brettel ist hier drüben, hast du dir schon vorbereitet und dann machen wir hier mal ein bisschen warm in der Küche, oder? Unbedingt. Unbedingt. Und ich werde in der Zwischenzeit mich hier mal um die Serviettenknödel kümmern. Und zwar habe ich hier dafür das Toastbrot, dann nehme ich auch eine Zwiebel daher und die werde ich erstmal in etwas Butter anschwitzen. Genau. Claudi, du bist ja die Haus- und Hoffriseurin unserer Familie, wenn man das mal so bezeichnen darf. Darfst du? Ja, die ganze Familie kommt jetzt zu dir, außer der Adrian, der geht natürlich in seiner Ausbildungsstätte dort in Bamberg zum Friseur oder zu seiner Oma, die ja auch Friseurin ist. Ja, darf ich ein Messer? Du darfst nehmen, genau. Und wo tue ich das Geschnittene dann hin? Am besten, du schälst erstmal alles. Ah, okay. No? Weil dann hast du das nämlich schon mal vorbereitet und legst beiseite und dann schneiden wir ganz einfach. No? Da musst du nämlich dein Werkzeug nicht wechseln. Weißt du, da hast du erstmal nur den Schäler in der Hand, ganz entspannt. Okay. Genau,
Naturfriseurin. Claudia, erzähl mal ein bisschen was. Bitte. Okay, jetzt wird es Multitasking. Okay, wenn du nicht erzählen willst, dann mach erstmal die Möhre, ne? Weil das hat man auch für uns das Thema, was natürlich sehr, sehr spannend ist. Vielleicht steigen wir damit ein. Ich denke, das ist besser, ja. Gut, also Claudi, dann deine Bühne. du beschäftigst dich ja auch noch nicht nur, also dein Motto ist Naturfriseurin und da gehört natürlich so sehr, sehr viel dazu, ne? Claudi, erzähl mal, du kannst das in dem Fall dann schon besser. Okay, also meine Arbeit bezieht sich nicht nur auf die Arbeit auf dem Kopf, sondern die Arbeit auch im Kopf. Und ich bin auch noch Yoga-Lehrerin, kurz vorm Abschluss. Und was ich mit Kai vorhin besprochen habe, wie man Yoga perfekt in den Alltag integrieren kann, weil es braucht nicht immer nur die Matte und eine Stunde Zeit, weil das ist nicht immer alltagskompatibel. Mhm. Und für mich ist Yoga das, was außerhalb der Matte stattfindet und das im Alltag. Und da war zum Beispiel ein Punkt, unseren Geist zu fokussieren. Und das Einfachste ist bei Tätigkeiten, die ich jetzt mache, zum Beispiel Möhre schälen, meinen Geist darauf zu fokussieren, wirklich nur hier zu sein. Deshalb wollte ich jetzt auch nicht reden, während ich schäle. Wenn ich zum Beispiel eine Möhre schäle, mich darauf zu konzentrieren, wie fühlt die sich an, wie sieht die aus, wie fühlt sich der Schäler an und das wirklich in der meditativen Ruhe zu machen, und nicht mit meinen Gedanken schon beim nächsten Schritt zu sein. Und ich finde, das kann man machen, egal bei wem oder bei was man am Alltag macht, ob das Zähneputzen ist oder Anziehen oder whatever. Genau, und das war so Zwiebeln schneiden. Genau. Und das einfach aushalten, wahrnehmen, dass die Augen drehen, ohne das wegmachen zu wollen. Genau, ich werde mich jetzt wieder meditativ meinen Möhren widmen. Gut, dann kann ich mich ja in der Zeit, während du die Möhre meditativ schälst und bearbeitest. Und ein Messer suchen. Genau, such dir da einfach eins daraus. Schwitze ich hier mal für unsere Semmelknödel die Zwiebelwürfel an. Ups. Ja, das passiert natürlich auch. Ne? Sollte man einfach was mit einem längeren Stiel nehmen. Du gibst mir ein Zeichen, wenn du mit der Möhre soweit bist, Claudi. Die Möhre ist also für dich. Die Möhre, jetzt kommt das restliche Gemüse. Gut. Zwiebeln ganz normal schälen. Okay. Den Sellerie schälst du auch mit dem Messer. Das musst du nicht mit dem Schäler machen. Hier geht es nämlich darum, dass wir vielleicht einen Teil unseres Gemüse auch in die Soße rein pürieren. Na? Normal würde es auch ausreichen. Da gucken mich natürlich manchmal viele Leute an, wenn ich mir eine Brühe oder eine Soße ansetze, hey, da schält das Gemüse gar nicht. Dann reicht es ja wirklich mal aus, das Röstgemüse in dem Fall halt nur ordentlich zu waschen. Und dann schneiden wir es natürlich noch in walnussgroße Stücke, das sagt man so von der Größe her. Ne? Jetzt gibt es natürlich Walnüsse so, es gibt so. Wir einigen uns einfach mal hier auf die Größe ungefähr. Okay. Ne? So, hier für unsere Semmelknödel habe ich jetzt hier ein Toastbrot genommen. Und natürlich einen Teil getrocknetes Brot oder Brötchen in dem Fall. Und die werden wir jetzt hier einfach mal in Würfel schneiden. Das ist eine super Sache, die man sich schon vor den Feiertagen natürlich auch schon vorbereiten kann. Claudi, was gibt es bei dir zu den Feiertagen? Na das. Das. Mit Kartoffeln? Nein, also meine Eltern, wo ich ja das Weihnachtsessen genieße, machen Klöße und Rotkraut für mich ohne Speck. Und die Challenge war bisher immer, eine passende Soße zu finden, weil die Gänsesohle, Sohle esse ich auch nicht, aber Gänsesoße esse ich auch nicht. Und das ist bisher mein großer Wunsch, eine super leckere Soße zu machen, die ich mit meinem Lieblingsessen, Klöße, Rotkraut und Soße genießen kann. Genau, dafür werden wir heute natürlich mal ein bisschen mehr kochen, versuchen es zumindest, ne? Ja. Da mehr rauszukriegen. Aber wenn das halt nichts werden sollte, Claudi, verspreche ich dir, dass du zu deinem Fest natürlich trotzdem die Soße dann auch da hast. Ne, dann von dir gekocht? Natürlich von mir gekocht. Cool. Oder von Robert. Mit Susi kennt ihr euch ja nun schon eine Ewigkeit, oder? Oh ja. Da war ich noch nicht mal aktuell. Nein. Obwohl es nächstes Jahr auch schon 20 Jahre wären. Heißt, ich kenne Susi länger als 20 Jahre. Ja.
Gute Überlegung. Die Frage kann es ja Susi beantworten. Dazu müsste die Susi natürlich mal mit mir hier, wahrscheinlich vor die Kamera. Das hoffe ich ja schon lange, dass sie das mal macht. Irgendwann wird es mal wohl passieren, oder? Robert, was sagst du dazu? Na klar. Soll ich das jetzt schneiden? Gern. Und zwar tun wir die der Länge nach halbieren. Im Endeffekt hast du jetzt schon alles. Jetzt gucken wir hier nochmal beim Lauch. Den hast du so gewaschen, ne? Halt, den habe ich schon aufgeschnitten. Hast du schon aufgeschnitten? Ja, ein bisschen, das weiß ich auch. Hey, Claudi, ich bin begeistert. im Prinzip nehmen wir uns dafür jetzt hier ein größeres Messer, also das Kochmesser. Länge nach halbieren. Vierteln. Und die Größe ungefähr. Und das Ganze eben halt von unserem kompletten Gemüse. Und vielleicht tun wir das Anrösten sogar mal gleich hier im Wok machen. Das geht wahrscheinlich ein bisschen besser als wie im Topf. Machen wir jetzt den Ansatz hier drin. Ich heize den schon mal so ein bisschen vor. Ja, Claudi, Friseursalon in Freital. Was ist das? Burg, ne? Ja. Freital Burg, du bist da auch schon ziemlich lange. 14 Jahre. 14 Jahre. Mhm. Hat es natürlich auch Standorte in Dresden. Ja. Aber dich hat es wieder nach Freital gezogen dann. Ja, das ist halt meine Base. Das ist auch das Elternhaus von mir. Und ich mag den Ort total gern. Und habe das Ganze sehr reduziert. Also arbeite mittlerweile alleine. Finde das super schön. Und bin aus diesem ganzen System höher, schneller, weiter ausgestiegen. Mhm. Und habe das Ganze jetzt sehr minimalistisch. Du kennst ja meinen Laden, sehr ja. süß. Genau. Sehr exklusiv, finde ich. Absolut. Und was halt das Schöne daran ist, es ist halt ein sehr geschützter Raum, den es auch braucht, wo quasi nur der Kunde und ich allein sind. Und ich mir halt auch wirklich die Zeit und den Raum nehmen kann, die es in dem Moment braucht. Und da gibt es halt keine Störfaktoren wie andere Menschen, andere Kollegen oder was auch sonst noch stören könnte. Das ist halt sehr, wie soll ich sagen, sehr intim halt bei dir, ne? Definitiv. Ja. Und das braucht es halt für meine Arbeit. Wie ich ja vorhin sagte, es geht ja nicht nur um die Haare, die sind manchmal mittlerweile schon sogar Nebensache, sondern es geht halt um den Raum wirklich, dass ich die Zeit habe und den Raum habe, die Menschen zu hören, was sie bewegt. Ja, und es geht halt über das Haareschneiden hinaus, das ist halt ein bisschen mehr, das ist halt die Arbeit im Kopf. Und das auf dem Kopf nenne ich auch manchmal die Außenbaustelle, darüber kann man auch Themen lösen. Ja. Und als Naturfriseur schneide ich natürlich genauso Haare wie jeder andere. Was so ein Unterschied ist, dass ich komplett nur Produkte verwende, die Naturprodukte sind, die zertifiziert sind, die vegan sind. Also nur gesunde Sachen für außen und für innen. Und auch, dass ich Dinge aus meinem Feld entfernt habe, die einfach störend sind. Das ist Radio, Fernsehen, Klatschzeitungen, Frisurenzeitungen, weil zum Beispiel Trends bei mir überhaupt kein Thema sind. Also es geht wirklich das zu sehen, was, also die Schönheit von den Menschen zu sehen und die für die selber sichtbar zu machen. Und das hilft nicht, wenn ich da einen Katalog mir angucke und sage, auch so will ich gerne aussehen und dann habe ich ein besseres Leben. Das funktioniert ja nicht. Bevor wir jetzt anfangen, den Soßenansatz zu machen, würde ich mal ganz kurz hier nochmal zu den Semmelknödeln. Ich habe jetzt hier im Prinzip die Butter ausgelassen, die Zwiebeln glasig angeschwitzt. Und hierzu geben wir jetzt noch einen kleinen Schluck Milch. Dann kommt dazu, Lorbeer brauchen wir später, die Pfeffermischung, ne, die kennt ihr ja schon. Und übrigens, Leute, ne, Weihnachten steht vor der Tür. Das heißt, mal in den Shop reinschauen, dort gibt es Präsente oder eine Geschenkbox, die Rizzo Geschenkbox mit, was haben wir drin? Robert, ich glaube, Pfeffer ist drin und Chicken, ne? Pfeffer und Chicken. Chicken ist natürlich auch das Gewürz, was wir hier für unsere Weihnachtsgans oder für die Ente verwenden können. Und das machen wir dann bei der nächsten Folge, wenn ich nämlich mit noch jemandem koche, der mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Genau, dann gibt es natürlich noch was für die Seele. Schokolade ist noch mit in der Geschenkbox drin. Aus dem Hause Pralinenherzen Dresden, ne? Von der Jacqueline. Genau. Also Salz gebe ich ja auch noch mit zu, das Bergkernsalz.
So, kennt ihr ja, meine Dosierung, die ist recht reichlich, weil natürlich das Salz nicht gleich dem Salz gleicht, vom Geschmack her. Ne? Da sind mehr Mineralstoffe halt mit drin, was das Salz natürlich noch ein bisschen gehaltvoller macht. Ne? Nicht nur rein Salz, sondern es schmeckt eben halt auch nach Mineralien. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Wahrnehmung, bewusstes Wahrnehmen, ganz einfach, was auch Gewürze betrifft. Auf jeden Fall. Hier kommt dann dazu noch gehackte Petersilie und 4 Eier. Und das zeige ich euch dann, währenddessen die Claudi nämlich die Soße ansetzt. Und zwar brauchst du dazu auf jeden Fall erstmal hier ein Rührgerät. Dann brauchen wir ein bisschen Öl, was wir hoch erhitzen können. Das heißt in dem Fall hier ein Rapsöl. So. Und jetzt gibst du im Prinzip hier das Gemüse rein. Na? Das rösten wir jetzt richtig schön an. Als kleinen Tipp, schau mal. Nimmst du dir hier das Messer. Ah. Bäm, fährst hier so. Der Anfänger. Fährst hier so drunter. Genau. So, in der Zwischenzeit kann ich hier mal Petersilie hacken. Da lassen wir dich erstmal in der Konzentration jetzt dabei, die Soße anzusetzen, Claudi, weil das ja natürlich für dich ein Thema ist, was wahrscheinlich immer wiederkehrt, mal so eine Soße anzusetzen. Ja. Und da sollst du jetzt im Prinzip mal richtig dabei sein. Also erstmal schön Öl erhitzen, Gemüse zugeben. Das Gemüse rösten wir jetzt in dem Fall richtig schön an. Ne? Das heißt, hier brauchen wir volle Rakete, alles was geht. Es sollte halt nicht anbrennen, aber auf jeden Fall schöne Röstaromen bilden, ne? Weil die bringen Farbe und Geschmack. Muss ich das jetzt die ganze Zeit rühren? Gib ihm mal die Chance, dass es so ein bisschen anrösten kann. Okay. Ne? In der Zwischenzeit, Claudi, kannst du eventuell, genau, erstmal einen Schluck trinken, ist wichtig. In der Zwischenzeit kannst du dich ja vielleicht mal um den Kürbis kümmern. Brauchst du da ein paar Handschuhe dazu? Nö. Nö? Weil der Kürbis natürlich dazu neigt, auch ein bisschen abzufärben, ne? Der Hokkaido-Kürbis. Ich wasche den mal schnell durch hier. So, legen wir uns hier hin, den kannst du ein bisschen mit Küchenkrepp abtrocknen. Weil für unser Kürbispüree brauchen wir natürlich auch Kürbis, hier in dem Fall den Hokkaido-Kürbis. Den Kürbis können wir verwenden, ohne ihn zu schälen. Ne? Das heißt, mit Schale verzehrbar. Die ist halt nicht so der wie bei anderen Kürbissen. Gehen wir erstmal hier rein. Ich würde dir den mal halbieren, oder? Ja, Claudi. So, machen wir uns wieder einen Küchenkrepp hier drunter. Und dann brauchst du natürlich einen Löffel, um den erstmal auszukratzen. Ne? Kerngehäuse rauskratzen. Mhm. So, hier siehst du halt schon schön, ne? Diese Rösterung, und die wollen wir haben, ne? Dieses Dunkle halt. Okay. Es darf nie anbrennen, sondern halt richtig schön. Und dadurch, dass natürlich auch unser Gemüse einen gewissen Anteil an Zucker hat, ne? Deswegen entsteht ja auch die Bräune, karamellisiert das ein bisschen. Aber ich gebe mal gern hier noch einen kleinen Schluck oder Spritzer Honig dazu, der das Ganze noch ein bisschen intensiviert. Ah, das sieht gut aus. So, jetzt hacken wir hier mal flugs die Petersilie mit durch und geben die zu unserer Knödelmasse. Habe ich auch letztens in meinem Podcast erwähnt. Echt? Da kann ich eigentlich auch noch was kurz dazu sagen zum Podcast. Ne? Leute, der Ritzel hat seit gefühlt einem Monat, glaube ich, einen Podcast. Also falls ihr noch nicht wissen solltet, ihr könnt gerne mal reinschauen. Findet ihr auf Spotify, iTunes, Anchor, wie auch immer. Oder ja, eigentlich bei den ganzen gängigen Geschichten. Schaut mal rein, hört mal rein auf jeden Fall, gebt mal ein Feedback dazu. Und dort habe ich letztens eine Podcast-Folge aufgenommen mit dem Mike zusammen. Ah, cool. Und du bist ja auch ausschlaggebend so ein bisschen für die ganze, für den bewussteren Lebensstil, den ich momentan
Was heißt momentan? Den, du seit den ich jetzt lebst. Lebe. Genau. Ne? Du hast ja schon viele, viele Anläufe auch selber genommen. Mhm. Ne? Also du hast so den Samen gesetzt und der Mike hat dann nochmal wahrscheinlich nochmal ein bisschen Dünger draufgegeben, sage ich jetzt mal ganz einfach, und hat noch ein bisschen mehr gegossen dazu. Und jetzt haben wir natürlich Gesprächsstoff bei den Terminen, Friseurterminen noch und nöcher. Und ist immer sehr, sehr spannend, ne? Da, ja, sich da auszutauschen halt. Ne? Das ist ja das Schöne, was ich meine, dass wir da den Raum haben, da wirklich frei zu sprechen. Wirklich über alle Themen und halt nicht die Gefahr, dass jemand anders mithört oder das komisch finden könne, sondern wirklich da frei zu sein. Und ich finde, das öffnet halt auch viel. Ja. Ja, und seit dem Sommer bin ich ja mega beeindruckt, was du da für einen, nenn ich mal, Wachstumssprung hingelegt hast. Und ich bin mir da sehr, sehr sicher, dass der Mike da die Initialzündung gemacht hat oder den Turbo bei dir eingelegt. Und ich weiß noch, als du beim vorletzten Mal bei mir warst, da habe ich so gedacht, krass, wir kennen uns seit über 20 Jahren. Was ist mit dir passiert? Mhm. Also nicht, dass wir vorher erstens keine Gesprächsthemen hatten, weil wir hatten immer genügend. Ja. Nur die Themen haben sich total verändert. Die Tiefe, die Essenz, also dass wir jetzt über die wirklich wichtigen Dinge reden. Absolut. Und das finde ich mega. Spannend. Also wen es interessiert, der kann gerne mal reinhören in den Podcast. Da gibt es natürlich auch so einiges, was wir da erzählen drüber. Und vielleicht gibt es das ja auch mal eine Geschichte, wo wir mit Claudi da einfach vor dem Mikrofon sitzen und ein bisschen philosophieren. Sehr gern. So Claudi, schauen wir jetzt hier. Jetzt haben wir hier schöne Röstaromen entwickelt, ne? Das ist ja Multitasking. Mhm. Das hast du jetzt prima nebenher gemacht, super. Jetzt kommt die Zeit, wo wir natürlich nach Flüssigkeit oder wo das Gemüse jetzt nach Flüssigkeit lechzt, ne? Mhm. Hier bilden sich auch schon Röstaromen am Pfannenrand unten oder am Pfannenboden. Und in dem Fall schnappen wir uns jetzt ganz einfach mal hier einen Rotwein. Ich habe mal hier einen Primitivo genommen aus Italien. Und jetzt löschen wir hier ab. Das heißt, ablöschen nicht in dem Fall, dass wir jetzt hier die ganze Flasche hier reingießen, sondern machen das im Prinzip in drei Schüben. Ja? Das heißt, ablöschen. Und lassen es einreduzieren. Einkochen halt, ne, bis die Flüssigkeit im Endeffekt verschwindet. Und du wirst sehen beim dritten Ansatz, wie sich auch die Farbe, ne, des Fonds hier verändert. Der Punkt, man könnte natürlich jetzt hier auch bei Knochenansätzen macht man das so, mit Tomatenmark arbeiten. Aber dort hat es eben halt den Nachteil, beim Tomatenmark, es muss lange kochen, damit dieser Tomatengeschmack sich auskocht. Mhm. Ne? Aber er bringt auch eine gewisse Bindung halt mit. Das wollen wir hier nicht. Wir binden dann ganz einfach mit einer Beurre-Manier ab und natürlich mit einem Teil des Gemüses, was wir hier ein bisschen anpürieren. Also hier muss man jetzt ein bisschen Obacht immer halten, Claudi, nebenher. Wenn die Flüssigkeit weg ist, ne, schnappen wir uns wieder einen Rotwein und gießen wieder auf. Genau, in der Zwischenzeit, Claudi, Multitasking, ne, tust du das Kürbis... den Kürbis einfach mal hier in Würfel schneiden, so die Größe ungefähr. In der Zwischenzeit schäle ich eine Zwiebel und schneide die auch in Würfel und gebe die hier schon mal in den Topf. Du siehst, es geht schnell. Mhm, also nachgießen. Weil wenn du dieses Geräusch, dieses Knistern wieder hörst, ne, ist es weg. Das also du kannst schon, ne? Also sagen wir, so eine Soße kochen sollte man natürlich auch zelebrieren. Mit einem Glas Wein. Aber wir haben es jetzt noch, naja, den einen oder anderen wird das vielleicht nicht interessieren. Sagen wir, zu den Feiertagen, wenn wir das kochen, können wir das gerne machen. Wir trinken dann vielleicht ein Gläschen Wein zum Essen. Man könnte jetzt natürlich auch mit dem Glas Wein halt schon kurz vor Mittag starten, wenn man das möchte. Ja? Jetzt knistert's, oder? Ja, jetzt musst du wieder Rotwein gießen. Und für unser Kürbispüree habe ich jetzt hier Butter ausgelassen.
habe die Zwiebelwürfel jetzt hier schon zugegeben. Geben wir mal einen Spritzer Honig dazu. Und wenn die Claudi dann die Kürbiswürfel hat, gibt sie einfach die Kürbiswürfel mit rein. Die schwitzen wir ebenfalls an. Ne? Ganz entspannt. Und hier siehst du schon herrlich, wie die Farbe sich ändert. Ne? Mhm. Ja, du hast Instruktionen gekriegt, nicht so weit draußen zu stehen. Ne? Gut, klar. So, hier links stehen. Sehr gut. Okay, jetzt gibt es hier die Eier dazu. Was bei dir momentan auch ziemlich spannend ist, das hat sich ja auch erst vor kurzem ergeben, oder, Claudi, dass du ja nicht bloß in deinem Laden tätig bist. Ja. Sondern ja, in die Metropole darfst du reisen, oder? Yes, das darf ich sogar jetzt, weil berufliche Pendler dürfen ja reisen. Ich bin seit Sommer diesen Jahres in Berlin bei Kadi als Freelancer tätig. Bin da als Berater, als Trainer, als Coach für das Unternehmen vor Ort. Und es ist echt so ein Geschenk vom Universum, weil ich habe weder einen neuen Job gesucht und erst recht nicht in Berlin. Doch das Universum war der Meinung, mich dahin zu führen und über sehr interessante Wege, dass ich jetzt eine Woche im Monat in Berlin bin und mal schauen, wo die Reise noch hingeht. Also der Ort, an dem ich bin, Berlin-Mitte, ist für mich so ein wunderbarer Ort. Es ist eine super schöne Energie, völlig anders als in einem kleinen, gemütlichen Freital. Ja. Und für mich ist es echt schön, diese beiden Welten zu haben. Also diese hohe Energie dort, diese Lebendigkeit, diese Vielfältigkeit, die vielen verschiedenen Menschen, verschiedenen Nationen. Also dieses ganz Offene und Freie. Und merke, dass es mir auch gut tut, dann wieder nach Hause zu kommen, nach Freital, in mein kleines Zauberreich. Ja. Mit ganz viel Natur. Und das ist halt genial, da beides leben zu können. Dass ich mich jetzt nicht entscheiden muss, entweder oder, sondern ich habe den Luxus, mir zu gestatten, beides zu machen. Genieße das Leben. Selbst erschaffen, ja. Ja. So, hier, du. Bin raus. Gut, Claudi. Hier ist jetzt die Flüssigkeit weg, ne? Gleich. Gleich. Dann ist jetzt der Zeitpunkt gegeben, man könnte jetzt hier eine Gemüsebrühe oder ich gebe jetzt hier eine Hähnchenbrühe dazu. Du hast mich vor uns mit solchen Augen angeguckt. Was machst du? Hähnchenbrühe? Wir wollten doch hier vegetarisch kochen. Ja, die kommt aus dem Wasserhahn. Deswegen eine Hähnchenbrühe, kleines Wortspiel am Rande. Gießen wir jetzt hier mit der Hähnchenbrühe auf, also mit dem Leitungswasser. Könnte man, wie gesagt, auch eine Gemüsebrühe nehmen, um noch ein bisschen mehr Intensität reinzubekommen. Ach, du wolltest viel Soße haben, ne? Mhm. Yes. So. Jetzt lassen wir das im Prinzip da drin einmal aufkochen und geben schon mal, trotz alledem, Lorbeer, Pfefferkörner. Das alles jetzt hier rein? Vom Pfeffer die Hälfte, Claudi. Und Lorbeer die beiden. Lorbeer die beiden, jawohl. Und ich gebe mal hier schon mal Salz dazu. Hier müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, auf jeden Fall, weil es ja noch einkocht. Ne? Das reduziert ein, das heißt, es bringt natürlich noch mehr Intensität mit rein. Ne? Mhm. Und wir geben noch ein kleines Hilfsmittel mit dazu, in dem Fall, was die Farbe betrifft. Und zwar soll es eine Sojasauce sein. Stellst du das Rezept dann online? Ja, das muss ich auch noch schreiben, weil momentan okay. Ist es ja noch in meinem Hirn drin. Das passiert dann meistens immer sonntags, ne? Sitze ich dann da nachmittags auf der Couch und dann schreibe ich die Rezepte von unserer Kochfolge, die wir da im Prinzip gekocht haben. Das lassen wir jetzt einfach nur erstmal aufkochen und geben das dann in den großen Topf rein und lassen es dort einkochen. Ne? Jetzt haben wir hier für unser Kürbispüree die Butter zerlassen, ein bisschen Honig zugegeben, die Zwiebelwürfel glasig angeschwitzt. Jetzt haben wir hier den Kürbis drin.
geben die Temperatur oder nehmen die Temperatur wieder ein bisschen höher. Und jetzt heißt es natürlich auch würzen. Das heißt, wir geben Pfeffer zu, Claudia. Da kannst du mal hier so eine halbe Schaufel dazugeben. Was ist jetzt besonders an dem Pfeffer? Oder was riech ist mal. Krass, was ist denn hier noch drin? Das sind drei Pfeffersorten. Das ist ein bengalischer Langschwanzpfeffer, Telly-Cherry-Pfeffer und Robert Kubeben-Pfeffer. Genau, drei Pfeffersorten, die im Prinzip geschrotet sind, also nicht gemahlen, sondern nur geschrotet und gar nicht so diese Schärfe haben, sondern eher diese... Riecht wie ein ätherisches Öl, also sehr aromatisch. Sehr. Absolut. Das ist der bengalische Langschwanzpfeffer, ist einer so meiner Lieblingspfeffer, weil der, selbst in einer Brühe, wenn ich die koche, ein absolutes Aroma rüberbringt, was ich, also ist was so ich scharf, liebe. Ne? Genau. Den gibt es bei dir auch im Shot? Ja. Und das Salz auch? Salz auch, genau. So, jetzt schwitzen wir im Prinzip die ganze Nummer an. Und jetzt ist es wichtig, wenn wir Curry zugeben, das auch so ziemlich am Anfang zu machen. Ich liebe es. Ein sehr, sehr mildes Curry, ne? Ein englisches Curry. Damit sich die ätherischen Öle der Gewürzmischung auch entfalten können, geben wir das hier am Anfang dazu. Dass wir das auch ein bisschen anspitzen können halt, ne? Dass der Geschmack sich auch schön entfalten kann. So, das kannst du hier ein bisschen umrühren, ne? Da bin ich auch mehr in der Mitte, das ist gut. Und dann kommt noch die große Challenge. Noch eine größere? Rosenkohl. Ach so. So, und jetzt garen wir im Prinzip den Kürbis in seinem eigenen Saft. Geben noch ein bisschen Butter dazu. Also mit Butter kann man zu Weihnachten nie geizen. Oder soll man nie geizen. Jetzt gehen wir hier ein bisschen runter. Schwitzt das noch ein bisschen an, dann machen wir einen Deckel oben drauf. Den habe ich hier. Und garen den im Prinzip mit Deckel ohne Flüssigkeit in seinem eigenen Saft weich. Und dann wird es püriert. Brennt das da nicht an? Nö. Okay. So, Claudi. Du kannst mir jetzt behilflich sein. Und zwar, ich würde dir mal einen zeigen. Erstmal tun wir das hier so ein bisschen durchkneten. Ich habe jetzt hier von dem trockenen Brot und dem Toastbrot ein Teil trockenes Brot und drei Teile von dem frischen Brot, Toastbrot. Hier jetzt drin, jetzt ist natürlich der Punkt, wenn ich es komplett zerdrücke, dann wird das natürlich ein sehr, sehr schwerer Knödel. Ne? Also ich muss es schon mit Liebe machen, aber schon so, dass es im Prinzip auch eine Bindung gibt, ne? Mit dem Ei und der Milch. So, wenn man jetzt mal den Test macht, drückt es zusammen. Hält oder hält nicht. Wir geben es ja auch noch in Spannung. Also für mich passt es so. Machen wir jetzt ein bisschen Teamwork. Nimm dir bloß mal trotzdem hier vielleicht noch so einen Handschuh da aus der Schale, bitte. So, im Endeffekt von der Menge her gibt es mir dann immer so viel auf die Folie drauf. Ne? Wir wickeln den jetzt hier ein. Hierbei ist wichtig, dass man die Folie nicht mit einwickelt in den Knödel. So, wickeln wir schön straff hier ein. So, jetzt ist es natürlich schwabbelig, ne? Ein bisschen hierher. Wir machen das schön hier auf unserem Kochfeld und kriegen natürlich das richtig schön straff hin. Ne? Jetzt ist natürlich nochmal wichtig, das Ganze nochmal in eine Folie einzuwickeln, damit die Folie nicht aufgeht. So.
Die gehen dann ab in den Dampfgarer. Natürlich kein Dampfgarer zu Hause hat, ist auch gar kein Problem. Macht man das im Prinzip in einem großen Topf. Würde das aber nochmal in eine Alufolie einwickeln. Und dann gart man das bei 85 Grad. Machst mir hier einen schönen Streifen rein davon. Machen wir heute ganz einfach mal nur Rosenkohlblättchen. Ist zwar eine langwierige Aufgabe, aber das ist wieder so eine schöne meditative Geschichte, wo man auch als Azubi, ich habe das bloß damals noch nicht verstanden wahrscheinlich, da war ich noch nicht so offen dafür, bei 25 Kilo Rosenkohl putzen, dort in die meditative Phase zu gehen. Aber jetzt weiß ich es, das heißt einfach 25 Kilo, also wer Rosenkohl zu Hause irgendwie geputzt braucht, dann bringt das alles in Konradsdorf vorbei, ich putze euch den oder schäle euch den oder wie auch immer. Ne? Ich bin mal gespannt, ob da der Bauer Lindemann morgen ankommt hier. Also, wir geben jetzt hier den Ansatz, den Soßenansatz, mal einfach hier in den höheren Topf. Rein damit. So, du siehst, ne, alles, was vor uns so von unten so ein bisschen angehangen war oder angeröstet war, ist alles weg. Ne? Das heißt, das ist jetzt alles hier in unserem Soßenansatz drin. Und hier machen wir einfach mal jetzt volle Rakete, lassen das einköcheln. Und ja, Claudi, ich sag mal von der Soße her, ne? Wird ungefähr vielleicht die Hälfte, wenn überhaupt, davon übrig bleiben, echt? Was da drin ist. Na? Um auch ein bisschen Geschmack zu kriegen. Wir schnappen uns mal noch einen Löffel. Nehmen gleich mal den hier und lassen uns mal probieren. Scheitert schon am Probierlöffel. Kost mal. Wir sind erstmal am Ansatz, ne? Du schmeckst die Säure von dem Wein. Sauer noch. Du schmeckst aber auch schon ein bisschen Würze. Na? Lass uns das jetzt mal ein bisschen einkochen. Wir geben noch ein bisschen Beifuß mit dazu. Dann kommt noch ein bisschen Orangensaft mit rein, ein bisschen Orangenschale, dass wir auch in die weihnachtliche Richtung kommen. Und dann kommt gleich noch das Zauberpulver mit dazu. Gut, für unsere Soße, hat ja gesagt, wir gehen ein bisschen in die weihnachtliche Richtung. Nehmen wir uns natürlich noch ein bisschen was vom Orangensaft daher und natürlich auch noch ein bisschen Schale mit. Die da mit rein. Und den Saft. Auch so ein cooler Trick eigentlich, ne? Keine Saftpresse zu nehmen, sondern im Prinzip die Schneide des Messers auch für eine Zitrone geeignet. Dann läuft nämlich im Prinzip der Wasser oder der Saft an der Klinge runter und die Kerne bleiben in dem Gehäuse. Das können wir dann noch schön ausessen gleich. Bisschen Beifuß wollten wir hier noch reinmachen. Und was wollten wir noch reinmachen, Claudi? Dein Zaubergewürz. Das Zaubergewürz, genau. Also Beifuß ist ja nur das klassische Kraut für Gans und Ente, ne? Weißt du nie? Ja, kommt immer ganz klassisch in unseren Enten- oder Gänsebraten halt rein. Aber du hast da früher schon mal Gans oder Ente gegessen, oder? Aber definitiv nie zubereitet. Okay. Das macht zu Weihnachten immer mein Papa. Papa gemacht. Genau. Ja, das ist natürlich auch eine coole Story halt, ne? Dort sind wir ja auch verbunden in der Hinsicht, weil unsere Mamas Ungarinnen sind. Das ist natürlich mega. Aber ich weiß, dass die Claudi nicht viel Ungarisch spricht. Nö. Nö. Aber ich finde es immer cool, wenn Maria quasi mal in den Salon reinschaut. Sia, Sia, Sia. Da gibt es eben halt ein kurzes ungarisches Gespräch. Fühlt man sich heimisch, finde ich mega, finde ich klasse, finde ich geil. Umami. Wir sind jetzt ernst. Wir sind ja bei der Mama gewesen, ne? Wir sind jetzt bei Mami. Wir sind bei Umami. Umami ist ja im Prinzip der fünfte Geschmackssinn.
Kommt aus dem Asiatischen, oder? Kommt aus dem Asiatischen, ja. Und hierbei ist im Prinzip ein natürlicher Geschmacksträger oder Geschmacksverstärker. Ja, du schmeckst halt, was schmeckst du? Auf jeden Fall herb. Salz. Sellerie. Mhm. Scharf kommt gerade auch noch. Tomate. Liebstöckel. Ich kenne eher nur so die klassischen Gewürze wie Salz und Pfeffer. Okay. So, Claudi, wir machen jetzt ganz einfach. Schneiden hier unten beim Rosenkohl den Strunk weg. Ne? Und nehmen uns die äußeren Blätter halt weg. So. Wenn wir jetzt den Rosenkohl im Ganzen garen, gibt es ja hier klassisch dieses Kreuz, was man hier rein schnitzt. Warum machen wir das? Aus dem Grund, weil der Strunk natürlich in der Hinsicht von der Konsistenz fester ist wie die Blätter. Und wenn die Blätter sind dann meistens schon gar, aber der Strunk ist noch hart. Und deswegen macht man diesen Kreuzschnitt da rein. Ja. So, und jetzt machen wir hier ganz einfach, schneidest du hier mit einem kleinen Messerchen da die einzelnen Blätter, die Segmente ab. Das ist eine Friemelarbeit, aber ich liebe das. Also nicht das Friemeln, sondern den Geschmack dann vom Rosenkohl. Das fand ich immer spannend bei Koch-Events, wenn ich die gemacht habe in der Weihnachtszeit. Und es gab Rosenkohl, sind wir so für 20, 25 Leute. Die Leute haben mich gehasst. Ich habe gesagt, Leute, ich organisiere euch ein Gläschen Wein oder ein Getränk eurer Wahl und ihr putzt mir bitte den Rosenkohl fertig. Und dann war eigentlich wieder alles in Ordnung. Die konnten sich unterhalten, ne, weil die haben es ja nicht alleine gemacht, sondern es waren halt drei, vier da in der Gruppe. Und der ein oder andere ist vielleicht sogar in die meditative Phase gegangen. Das hier reinpürieren, Quatsch, reinpassieren. Was, warum ich das mache? Ja, da kannst du mal normale Fragen stellen. Warum mache ich das? Ich möchte im Prinzip nur den Fond haben, Brot. Nur den Fond hätte ich jetzt hier gern. Und deswegen haben wir das schön durch Sieb passiert. Und jetzt lassen wir die ganze Geschichte noch weiter einköcheln. Und die Claudi guckt ganz traurig. Da ist keine Soße mehr da. Weil so wenig Soße da ist. Ist das alles? Das ist wirklich alles. Okay. Claudi, in der Zwischenzeit kannst du mal bitte hier unseren Kürbis pürieren. Steckdose habe ich hier. So, ich tue mal hier schon mal ausschalten, trotz alledem. Jetzt werden wir den Knödel noch anbraten, ne? Danke. Damit ist es auch für dich. Oder? Komm.
Und jetzt noch rein. Gut, was? Gesagt? Klar, die probier mal. Hier ist noch so viel dran. Ich kann ja von hier raus nicht. Herrlich, oder? Ist ja mega. Da brauchst du fast eigentlich nichts anderes. Und jetzt stell dir vor, du bist Kind, Baby. Und kriegst so ein Babybrei. Vielleicht nicht so intensiv gewürzt. Aber mal schnell gekocht, frisch gekocht. Ich muss es nicht unbedingt aus dem Glas machen. So, jetzt haben wir noch den Rosenkohl auf der Agenda, Claudi. Und den Knödel. Hier machen wir jetzt bloß den Deckel drauf. Lass mal so. Und hier würde man ja jetzt klassisch zum Rosenkohl Speckzwiebel auslassen. Fällt ja flach, ne? Ja. Dafür haben wir hier ein geräuchertes Öl. Und nehmen wir halt das dazu. Geräuchertes Öl hat natürlich den Vorteil. Oh, das ist das, was du selber räucherst? Ja. Du kriegst im Prinzip den Rauch über dieses Öl transportiert. Na, du könntest es auch mit Räuchersalz machen, aber wie viel Salz musst du dazugeben, um diesen Rauchgeschmack halt zu bekommen? Und beim Öl ist es halt noch ein bisschen einfacher. Hier machen wir noch Flux 1 und zwar schäle ich dir schnell noch eine Zwiebel, machen wir ein paar halbe Zwiebelwürfelchen dazu. Also, Zwiebelwürfel, machen wir hier eine halbe Zwiebel. Claudi, du kannst jetzt hier, ne, wir spitzen jetzt im Prinzip hier unseren Rosenkohl an. Und zwar Räucheröl haben wir drin, ein bisschen Butter. Geben dem jetzt wieder ein bisschen Power. Und dann nimmst du dir hier. Und dann ziehen wir hier schön die Rosenkohl da durch. Und ich hole mir mal schnell den Knödel daher. Wann soll die hier rein? Wenn die Butter geschmolzen ist? Du kannst da rein. Wo ist mein Knödel hin? Ach so. Schön, dass die Butter braun ist, ne? Und zwar, wichtig ist natürlich, dass der Knödel halt auch richtig schön runterkühlt, ne? Dann schneiden wir den in Scheiben, da lässt er sich auch besser schneiden, weil jetzt fällt er uns ein bisschen auseinander. Wir schneiden es mal ein bisschen dicker. Und rösten den im Prinzip hier auf unserer Grillplatte nochmal an. Claudi, bei dir läuft es mit dem Rosenkohl, ja? Perfekt. Perfekt. Der braucht jetzt natürlich noch ein bisschen Salz und natürlich auch Pfeffer. Kannst du gerne probieren. Schön straff. Salz hast du hier, Claudi. Nimmst du einfach mal so eine halbe Schaufel, Pfeffer noch dazu. So, wunderbar. Und was darf natürlich nicht fehlen, hast du bei dir drinne? Muskatnuss. Und zwar da kriegt jetzt auch schöne Röstaromen hier. Gut, reicht. Knödel nochmal gewendet.
Und dann ist es schon heiße Phase. Ups. Brandenburg. Genau, Kürbispüree haben wir. Rosenkohl hast du auch fertig. Dem geben wir jetzt noch ein bisschen was von dem Räucheröl mit. No? Und dann heißt es anrichten, oder? Kleine Butterflocke noch in unsere Soße rein. Und auf geht's. Machen wir wieder hier vorn. Oh, du Fröhliche. Also hier gibt es natürlich jetzt viele Möglichkeiten, die Soße abzubinden. Kalte Butter, Variante 1. Variante 2 wäre Beurre-Manier, Mehlbutter, das heißt Butter und Mehl zu gleichen Teilen. Oder die Variante Stärke einrühren. Stärke, Kartoffelstärke in dem Fall, halt mit Wasser ein bisschen anrühren und dort zu unserer Soße zugeben, gibt ein Glanz halt unsere Soße und du siehst halt, guck mal, die Butter, die kalte Butter, was die macht, die bindet die schön ab. Mhm. Claudi ist richtig erschrocken, dass es wirklich bloß zu wenig Soße gibt. Mhm. Ich habe gedacht, wir haben so den Topf voll. Das wäre natürlich Paradies, ne? Mhm. So, jetzt schnappen wir uns einen Teller und richten an. Das heißt, Claudi, wir beginnen mit dem Kürbispüree. Und zwar, Claudi, du kannst hier nochmal einen Löffel schnappen. Jawohl. Ich mache jetzt hier in die Mitte unser Kürbispüree. Zieh das so ein bisschen auseinander. Ne? Du nimmst jetzt vom Rosenkohl. Machst du so zwei Löffel hier schön an den Rand. Also nicht bis ganz an den Rand gehen, sondern eher so an den Kürbis dran, links und rechts. Genau. Ich setze hier den Knödel ein. So. Da haben wir natürlich noch ein bisschen Erbsensprosse hier. Und unsere Soße. Da reicht also ein kleiner Löffel, Claudi. Für die anderen, ja. Für die anderen, genau. Und jetzt machen wir hier noch ein bisschen Kresse oben drüber hier. Claudi, unser Gericht. Kürbispüree, Semmelknödel, Rosenkohl und eine vegetarische Soße. Vielleicht wird es ja was für dich, dein Gericht quasi auch vielleicht mal zum selber nachkommen. Hm? Okay, mit Hilfe. Ja. Na, mit Hilfe bekommen wir das hin. Claudi, es hat mich gefreut, mal Danke. Wieder oder mal mit dir gekocht zu haben, weil mit dir gekocht haben wir ja noch gar nicht in dem Sinne. Und ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Zeit. Danke dir auch. Danke, wir sehen uns auf jeden Fall. Ist gar nicht mehr lange hin. 2 Wochen, glaube ich, wieder. Ja. Na? Genau, also ihr Lieben, schaut rein, verfolgt uns, vielleicht auch im Insta. Ja. Kram-Kanal, also wenn wir nicht verfolgen, sondern folgt uns ganz einfach und schaut einfach mal in das Video rein und wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bleibt geschmeidig oder immer schön Rizzo. Bis bald. Macht's gut. Ciao. Tinky Winky.